Moin Moin, auf geht's, ab geht's hier mit einer schönen neuen Runde aus dem Landwirtschaftssimulator 19. Wir haben wieder einen schönen neuen Mod am Start, den Class 936 RZ. Ja, er glänzt sehr, sehr schön, wie wir schon sehen können. Wir haben eine PS-Zahl von 226. Wir haben 445 Liter Tankvolumen und eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ja, er hat hinten noch so eine Zusatztank für 10.000 Liter, der wird aber nicht verbaut sein. Das wird einfach nur eingetragen sein. Ich würde sagen, wir gucken uns die Motorausführungen mal an. Ja, wir haben einmal den 936er, so wie wir den im Moment haben, mit 226 PS und dann einmal den 946er mit 250 PS. Das Ganze hat einen Aufpreis von 3.000. Ja, man kann in dem Sinne die Reifenvarianten hier noch ändern. Einmal können wir die Radgewichte im hinteren Bereich noch drauf packen, dann Breitreifen und dann Breitreifen mit Radgewichten. Das kostet dann auch nochmal eine Komplettausführung 3.000 und dann mit Doppelbereifung, Zwillingsbereifung hinten 4.000. Mit der Zwillingsbereifung vorne dann noch zusätzlich 6.000. Ja, und mit der Pflegebereifung 1.500. Das Ganze gibt es dann auch noch mit der Zwillingsbereifung hinten und dann noch einmal für vorne. Ja, ich denke mal, wir lassen ihn mal in der Standardvariante im Moment. Da kostet er im Leasing 7.259 Euro und im Gesamtkaufpreis 147.350. So, das Ganze mit der höchsten Motorleistung und mit dem Breitreifen. Gesamtpreis von 146.150. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das gute Gerät einfach mal in der freien Natur an. Ja, da steht da auch schon. Ihr seht, Reifen sind dran, alles ist dran. Das Glaslogo ist ein bisschen bisschen verpixelt an der Seite, aber ansonsten sieht der schon sehr, sehr gut aus. So, lassen wir mal rein ins gute Stück. Gucken wir uns mal alles an hier. Da sieht man dann auch schon das Gasbereich, dann so wie wir hier Gas geben, dann auch steigt. Wir haben jetzt ungefähr so ein bisschen Halbgas. Ihr seht, wir fahren mit so 14. Wenn wir dann Gas geben, seht ihr dann auch den linken Zeiger dann auch hochgehen. Ja, Tankanzeige und alles haben wir auch auf der rechten Seite. Das sind quasi diese Balken. Ja, Stundenzähler ist da. Wunderbar. Ja, von innen, ne, MP3 Musik haben wir auch. Uhr ist dabei. Alles wunderschön. Ja, Sitz sieht auch cool aus. Knöpfe und alles sind auch da. Man sieht hier auch das Gas und die Bremse und alles, das funktioniert auch einmal frei. Ja, die gelben Zettelchen, die kennen wir ja auch schon. Lenkung geht auch einmal frei, wie wir sehen können. Wir haben hier noch eine Kamera oberhalb auf dem Dach montiert. Und dann die komplette Kamera zum Schwenken und dann die Innenkamera. Ich denke mal, das dann für hier hinten mal zu gucken. Eigentlich auch ganz praktisch zum Ankuppeln. Gut. Ja, soundtechnisch, wie ihr hört, hört sich ganz normal an. Ich weiß jetzt nicht, wie er jetzt im Originalen klingt. Das kann ich euch nicht sagen. So, lichtmäßig sieht auch sehr, sehr geil aus. Blinker funktionieren auch. Wunderbar. Rundumleuchten gehen auch. Schön. Hinten gucken wir das Ganze auch nochmal. Bremslichter gehen. Schon eine ganze Ecke besser als wie bei dem letzten, wo wir letztes Mal geguckt hatten. Schön. Ja, ansonsten Eierkupplungstechnisch haben wir auch alles hinten dran. Ein paar Schläuche sind verarbeitet und. Ja, ich würde sagen, Spaß haben, runterladen und ein Däumchen da lassen, ein Abo da lassen. Und in diesem Sinne, ab in die Rennen. Macht's gut. Reingehauen.